Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es um die nervigen bis sehr nervigen sogenannten Site Notifications oder diese Webseitenbenachrichtigungen. Ich denke, dass jeder sie kennt und vielleicht auch die eine oder andere Erfahrung damit gemacht. Ja, wir surfen seelenruhig im Internet und werden immer mal wieder aufgefordert, irgendwelche Seitenbenachrichtigungen zu abonnieren. Die meisten von uns empfinden diese Aufforderung als lästig und akzeptieren das auch nicht. Es gibt allerdings auch bestimmte Webseiten, die einem gar keine Wahl lassen, werden nicht akzeptiert bzw. abonniert, kann auch auf den Inhalt nicht zugreifen, bzw. es wird da viel gemogelt und wie auch immer getrickst. Ich würde sagen, das grenzt fast an Betrug, teilweise auf jeden Fall. An der Stelle vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass es natürlich auch seriöse Webseiten oder Angebote gibt, wo man das ruhig abonnieren kann, wenn da Interesse besteht. Man muss da halt ein bisschen aufpassen, Frau vielleicht auch, denn es wird, also diese Funktion wird leider oft missbraucht. Es gilt also im Prinzip, wenn wir da auf solche Seiten landen, wo wir quasi erpresst werden, die Benachrichtigung zu akzeptieren, zu abonnieren. Sonst kommen wir da nicht weiter oder sonst was. Dann ist es dringend zu empfehlen, die Finger davon zu lassen. Denn wenn wir darauf einfallen, werden wir nun direkt hier auf unserem Desktop voll gespammt. Und zwar wird da versucht, den User oder den Empfänger solcher Nachrichten halt zu animieren, irgendwelche Add-ons zu installieren, beziehungsweise auf irgendwelche betrügerische oder Scam-Webseiten zu locken, Spam-E-Mails zu abonnieren und, und. Also immer ein bisschen überlegen, bevor wir klicken. Das sowieso. Sollten wir uns mal verklickt haben oder irgendwie unbewusst solche Spam-Benachrichtigungen abonniert haben oder gar ungewollt, dann können wir diese auch ziemlich einfach wieder loswerden. Das ist die gute Nachricht. Und zwar müssen wir in den Einstellungen unserer Webbrowser, ich fange mal mit Firefox an, hier auf das Menü Einstellungen. Datenschutz und Sicherheit. Hier gibt es irgendwo die Abteilung Berechtigungen und dann nochmal Benachrichtigungen. Hier auf Einstellungen klicken und schon poppt das Fenster hier auf. Bei mir ist das jetzt komplett blockiert. Ja, ich werde jetzt gar nicht aufgefordert, irgendwas zu abonnieren. Wenn wir irgendwelche Benachrichtigungen bekommen von irgendwelchen Seiten, dann sind die Seiten alle hier aufgelistet. Und wir können entweder einzelne Webseiten, indem wir sie markieren und hier Webseite entfernen, entfernen halt, oder alle Webseiten entfernen, dann wird die Liste hier geleert und wir bekommen gar keine Benachrichtigung mehr. Und des Weiteren haben wir hier gesehen, haben wir die Möglichkeit, hier diese Aufforderung komplett zu blockieren, dass wir erst gar nicht gefragt werden. Ja, und so dass wir gar keine Benachrichtigung bekommen von irgendwelchen Seiten, es sei denn, die Seite ist hier aufgelistet, ja, eingetragen. Das ist eine Whitelist sozusagen. Wir können das mal schnell testen. Ich überlege gerade, ich mache mal jetzt hier weg und speichern. Wir können das direkt testen. Permission Site ist das hier. Site. Genau. Und hier können wir alles Mögliche testen. Das nebenbei. Wir bleiben aber bei unserer Notifications hier. Das sieht so aus. Ja, es geht um diese Fenster hier halt, diese Pop-up, was ziemlich nervig sein kann. Wenn ich jetzt hier auf Benachrichtigungen erlaube, klicke ich jetzt mal. Ja, das ist grün. Und wenn ich jetzt hier nachschaue, dann sollte, genau, dann muss ja die Seite hier, ist hier aufgelistet, erlauben. Wir können diese auch hier direkt blockieren. Oder halt markieren und entfernen. Oder aber ich setze hier den, aktiviere diese Option hier und speichere und mache hier ein Refresh. Und wenn ich jetzt Notification klicke hier zum Testen, wir sehen, die Aufforderung kommt erst gar nicht.
Also, ich werde jetzt gar nicht genervt hier mit irgendwelchen Pop-ups. In die Zukunft ist, denke ich, geplant. Hier wird aber ein Indikator wie bei Google Chrome erscheinen, das uns anzeigt, diese Webseite bietet irgendwelche Benachrichtigungen an, halt, möchtest du abonnieren, ja oder nein? Ja, wir müssen also nicht mehr irgendwie hier was wegklicken. Wir können das einfach mal. Ich gucke mal schnell. Okay, das passt. Das war jetzt der Firefox. Wenn wir jetzt mit dem Google Chrome aber unterwegs sind, ist das Ganze ganz ähnlich. Hier das Menü aufklappen, Einstellungen irgendwo erweitert. Datenschutz und Sicherheit. Website-Einstellungen. Und hier haben wir irgendwo unsere Benachrichtigungen. Also der Weg ist im Prinzip so ziemlich gleich, egal mit welchem Browser wir da unterwegs sind. Wir finden das hier unter Datenschutz, Sicherheit, Webseiten-Einstellungen, unsere Benachrichtigungen halt. Hier wären es die blockierten Webseiten, hier die zugelassenen. Ich habe jetzt keine. Wir können das mal testen. Das ist jetzt die Standardeinstellung alles. Ja, das sieht dann eben so aus mit diesem nervigen Pop-up hier, diese Aufforderung. Ich muss jetzt hier irgendwas machen. Ich kann mich vielleicht auch verklicken oder irgendwie in Irre geführt werden. Und nun will ich euch schnell zeigen, was ich auch vorhin meinte, was der Firefox demnächst implementieren möchte. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, wenn wir unsere berühmte Chrome Doppelpunkt slash slash Flex aufrufen. Ah, okay. Einmal Doppelpunkt reicht. Zack. Darüber habe ich noch ein paar Videos gemacht, glaube ich. Das dürfte bekannt sein, die Seite hier. Ja, hier können wir einfach nach Quieter Notification Permission Prompts suchen. Default-Einstellung hier Pop-up. Ja, und nun haben wir hier die Möglichkeit zwischen ja umzuswitchen: einmal Animated Icon, einmal ein statischer Icon. Wir können das mal ein statischer einmal nehmen und schauen, was passiert. Also, zack, und schon sehen wir hier, das ist jetzt eine Benachrichtigung, die blockiert wurde. Das ist jetzt ein Indikator, also mir wird angezeigt, aber ich bekomme nicht mehr diese Aufforderung, diese aufdringliche, nervige Aufforderung. Und ich kann jetzt hier immer noch für diese Webseite zulassen, beziehungsweise hier auf Verwalten gehen, dann werde ich hier auf der Einstellungsseite weitergeleitet. Ja, das war jetzt dieses Static-Icon. Ich kann aber auch ein animierter, wenn das lieber ist. Dann sieht das Ganze eben so aus. Ja, da kommt so eine Nachricht. Zack, back. Und ich habe immer noch die Möglichkeit, wenn ich will, hier die Benachrichtigung für diese Seite zuzulassen oder nicht. Ich finde, das ist angenehmer als dieser aufdringliche Pop-up hier. Und nun ja, wollte ich euch das nochmal zeigen. Ich habe da ein, zwei E-Mails bekommen von Leuten, die solche Benachrichtigungen dringend nervige und ja, teilweise unsittliche, wenn man so sagen kann, bekommen und können das nicht mehr loswerden. So einfach kann das sein. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tot gequatscht hier. Ich habe schon wieder tot gequatscht hier.